Reiseratten, willkommen zu Neuzugängen. Willkommen zu den Neuzugängen für Januar 2022. Warum grinst du denn so manchmal? Ich soll da ruhig sein. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu den letzten Neuzugängen von 2020. Also alles, was im November und Dezember bei mir eingezogen ist. Könnte also ein bisschen länger werden, weil 2 Monate und nicht gerade so wenig. Okay, ich fange einfach mal an. Ich brauche jetzt auch die Zettel, weil ich einige E-Books dabei habe, die natürlich nicht auf dem Stapel sind. Und dann geht's auch gleich los, und zwar Weihnachten in der kleinen Bücherei von Amanda Kissel. Das habe ich zum Rezensieren von NetGalley bekommen, also konnte ich mir aussuchen, wie auch immer. Und ja, mehr sage ich dazu jetzt ja nicht, ist ja Neuzugänge. Lesemonat würde ich gerade machen, aber nein, wir sind noch gar nicht so weit, ne? Gut, soviel dazu. Dann habe ich bei der Autorin selbst, also bei Vanessa Sommer, Schneegestöber, Liebe unter Mistelwerk gekauft. Wenn das Cover angesprochen hat, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja halt meistens eine Covercoverin und dann gucke ich mir, ich lese ja selten noch Klappentexte durch. Und ich brauchte Weihnachtslektüre, ich hatte nämlich nichts mehr, außer eins. Und deswegen musste unbedingt Weihnachtslektüre her. Deswegen auch das andere Buch davor, weil ich brauchte etwas Weihnachtliches. Dann habe ich über den Newsletter von April Winter des Glückes Farben als E-Book bekommen. Eine Kurzgeschichte zu ihrer Trilogie ist es, glaube ich. Mondlilien. Ich habe es auch Mondlilien noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich die Kurzgeschichte vorlesen kann. Und deswegen warte ich damit noch mit dem Lesen. Und ja. Genau, aber es ist zumindest schon mal eingezogen hier. Als nächstes habe ich die 5. Episode von City of Heroes von Evelyn Aschwand einen Test lesen dürfen. So dass auch diese bei mir eingezogen ist. Genau. Es ist komisch, wenn man nichts dazu sagen kann, obwohl man vielleicht schon was sagen könnte. Wobei, bei der Test-Sache sowieso nicht. So, dann habe ich bei der Online-Buchmesse ein Buch gewonnen tatsächlich. Und das ist auch bei mir eingezogen im November. Und zwar Chroniken der Weisen, Band 1. Hinter den Spiegeln von Laura Miceli. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ein ganz, ganz dünnes Büchlein und schmückert sich dann einfach so weg, ne? Und die sind alle so cool. Es gibt so Sammelbände davon, muss man, also, oder die kommen erst noch raus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der erst schon draußen ist. Auf jeden Fall gibt es alle in so klein und dann auf jeden Fall auch als Sammelband, falls man nicht so ein kleines Büchlein haben möchte. Als nächstes habe ich bei Teddy gefunden und musste es mitnehmen. Für 55 Cent das Hörbuch von Jonathan Stroud, die Spur ins Schattenland. Ich habe keine Ahnung, hat es schon mal irgendjemand davon was gehört? Ich nicht. Ich kenne Jonathan Stroud von Bartimeus und Lockwood und Co. Und dachte mir so, das wäre vielleicht auch dann was. Mal gucken. Dann gab es noch umsonst bei, also überall, ich glaube, die Geschichte gibt es immer umsonst. Und zwar eine weihnachtliche Kurzgeschichte zum Flüsterwald. Weihnachten im Flüsterwald von Andreas Suchanek. Und natürlich musste ich das sofort haben, denn ihr wisst vielleicht, dass ich den Flüsterwald ganz toll fand und ich mich auf den 2. Band, der am 18. Januar erscheint, schon wahnsinnig freue. Und von daher musste auch Weihnachten im Flüsterwald bei mir einziehen. Keine Frage. Und zu guter Letzt gab es noch 2 Adventskalender, die ich mir gegönnt habe dieses Jahr, weil es ein Buchkalender. Und zwar die 3 Ausrufezeichen, die Marzipan-Mission, empfohlen von Steffi. Was ich erst vor ein paar Tagen gesehen habe, oder gestern, ist das hier. Okay, ich meine, es ist ein Mängelexemplar. Aber ich habe bezahlt doppelt so viel, wie normalerweise der Preis wäre. Lassen wir das. Ich habe es für Amazon gekauft, aber leider, obwohl, es kostet eigentlich nur 10,99 €. Wow. Ich sage jetzt nicht, wie viel ich bezahlt habe. Zu viel. Definitiv zu viel. Aber gut. Jetzt ist es eingezogen und konnte im Dezember als Adventskalender gelesen werden. Genauso eingezogen, ein ganz besonderer Adventskalender, den ich gefunden hatte, auch bei Amazon, ist Häkelzauber. Und zwar ein Häkel-Adventskalender.
mit 24 Projekten bis Weihnachten häkeln. Genau. Fand ich ganz witzig, gerade für meine Häkelphase im Moment passte das irgendwie ganz gut. Das waren die Bücher, die im November bei mir eingezogen sind. Kommen wir zu denen, die im Dezember bei mir einziehen durften. Das waren zum einen zwei Adventskalender von Booksnacks. Es gab auch noch eine dritte Kurzgeschichte als Hörbuch, aber die habe ich schon vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, als E-Book gelesen und fand es da schon nicht gut. Von daher habe ich mir das Hörbuch gespart. Und zwar einmal Scary Merry Christmas von Tiffany Crockham und Winterküsse im Central Park von Karin Bell. Genau, das sind die beiden E-Books als Adventskalender, wo man jeden Tag immer ein Kapitel bekommt. Also nicht per E-Mail, aber man bekommt eine E-Mail und dann kann man es von da runterladen, um dann weiterzulesen. Genau. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass ich da, am Anfang war es glaube ich eine 1 und jetzt sind man zwischendurch 2, dann mal 3. Dieser wären sie auch 3 gewesen, aber ich habe mir nur 2 genehmigt. Genau. Dann hatte ich noch, auch von NetGalley, da gab es auch einen Adventskalender, wo man jeden Tag ein E-Book hätte lesen können, ohne dass man anfragen muss. Normalerweise muss man es ja mal anfragen, ob man dann ein Exemplar bekommt. Und im Adventskalender war es eben so, man bekommt es sofort, wenn man sagt, ich möchte es lesen. Und darunter war eben 3 Frauen im Schnee von Bianca im Boden. Und das habe ich mir dann auch runtergeladen, und um es zu lesen, um noch mehr Weihnachtslektüre zu haben. Genau. Von Pamela und Sebastian habe ich zu Weihnachten das hier bekommen. Tierisch süße Häkelfreunde, kuschelige Amigurumis häkeln im Winterwunderland. Jawohl, und ich möchte unbedingt diesen Schneemann dann noch machen. Den habe ich schon versucht, da ist die Mütze und das Schwarze irgendwie nicht so gut geworden. Das war irgendwie zu klein für den Kopf und dachte mir so, hä? Also irgendwas war da komisch. Aber den Schneemann würde ich gerne noch ausprobieren wollen, jetzt im Januar. Da habe ich mir vorgenommen, eine Schneemann-Häkelparade zu machen, weil ich inzwischen 3 Häkelanleitungen für Schneemänner habe. So, als nächstes kam bei mir an, worauf ich sehnsüchtig gewartet habe, Schneezauberband 4. Dazu gibt es auch schon eine Videorezension, falls ihr jetzt näher was wissen wollt. Und zwar Wir zwei für alle Zeit von Hannah Siebern. Der bisher dickste Schneezauber, der 4. Schneezauber. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele weitere folgen werden. Nur so zur Info. So viel musste ich jetzt mal sagen. Ja, und dann habe ich die 6. Episode von City of Heroes zum Testlesen bekommen. Und damit sind wir schon fast am Ende. Es kommt noch eine 7. und dann ist die erste Staffel schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Genau. Zu Weihnachten gab es dann auch 3 Bücher. Und zwar zum einen Die Totenbändiger Vollmondnächte von Nadine Erdmann. Band 3 und 4 der Totenbändiger-Reihe als Sammelband. Die gibt es natürlich einzeln als E-Book, aber zusammen als Sammelband. Und außerdem Jahrmarkt der Angst, ein Exit-Buch. Und zwar ein Jugendkrimi, möchte ich sagen, aber für Fortgeschrittene. Also, ja, dazu sage ich dann im Lesemonat ein bisschen mehr. Außerdem habe ich noch 100 süße Häkelfiguren, fröhliche Minis zum Liebhaben und Verschenken bekommen. Genau. Und da ist, wie gesagt, hinten sieht man ihn auch ein Schneemann dran. Und deswegen mache ich im Januar eine Schneemannparade. Zu guter Letzt gab es noch über den Newsletter von Nadine Teuber ein weiteres E-Book, also eine Kurzgeschichte, die er von mehreren Autoren, und zwar alle, die zu den Mordslustigen gehören, ein E-Book, und zwar Scary House. Und ja, das durfte dann quasi bei mir auch noch einziehen. Und das waren alle Bücher. Insgesamt sind es 18 Stück, die bei mir eingezogen sind. Nicht alle landen auf dem Sub, zum Beispiel Häkelbücher landen da nicht. Oder einige sind schon wieder vom Sub runter. Genau. So sieht's aus. Und was habt ihr am Ende des Jahres noch für Bücher einziehen lassen? Oder welche sind bei euch eingezogen? Sagt mir einfach mal, was es so bei euch gab. Zum Beispiel in der Weihnachtsbaum. Habt ihr Bücher zu Weihnachten bekommen? Bei mir war es ja diesmal sehr wenig im Gegensatz zu sonst, was da immer an Büchern war. Das war ja schon langsam. Aber ja, ich bin vollkommen zufrieden. Und ja, auch gespannt auf die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe oder auf
solche Geschichten, wo ich eben mehr von habe, als nur zu lesen, sondern eben ab und zu was daraus häkeln kann, etc. pp. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.